ich das richtig verstanden? Mert macht sich auf den Weg, eine Kamera abzuholen und läuft, ohne an der Haustür zu klingeln, durch das Treppenhaus eines Fremden, um dann erst an der Wohnungstür zu klingeln. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber selbst wenn die Haustür offen ist, laufe ich doch nicht einfach zur Wohnung von dem Fremden, der auch nebenbei bemerkt nicht mal im Erdgeschoss wohnt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie hohl das gerade ist. Erstmal, Luno verkauft eine Kamera, er weiß aber gar nicht, wo er sie hat. Hä? Und Mert ist im Mindset, eine Kamera zu holen und schaut sich im Zimmer um, während Luno seine Kamera sucht. Und Mert fallen die drei Kameras nicht auf. Und jetzt kommt's. Ich weiß ja nicht, ob die wissen, wie ein sogenannter Spiegel funktioniert. Aber wenn die Kamera deine Augen filmen kann, dann kannst du mit deinen Augen auch die Kamera sehen und das ganze Stativ darunter. Warum ist das Stativ hier verdeckt? Aber am Anfang, als Mert reingekommen ist, war davon noch nichts zu sehen. Und als er rausgeht, sieht das so aus. Das heißt, in dem Zeitraum, als Mert reingegangen ist und wieder rausgekommen ist, wurde das Stativ verdeckt, obwohl Mert ganze Zeit im Raum saß. Und Mert hat davon nichts mitbekommen? Also jetzt gibt's zwei Varianten. Entweder der Prank ist fake und total gestellt, oder Mert Matan ist einfach der dümmste Mensch auf dem Planeten. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, klar, komm rein. Ah, okay, cool. Kenn ich schon von uns zu Hause auch. Ah ja, dieses Schuh ausziehen, kenne ich von zu Hause. So als ob der noch nie irgendwo zu Besuch war. Hier, Messer und Gabel zum Essen. Hä, das benutzt ihr auch? Ja, das kenne ich von zu Hause, Messer und Gabel und so. Das heißt, die haben sich laut Leons Video hier umgedreht, um in diese Richtung zu laufen. Und plötzlich waren die hier. Geil, Leon, für den Prank hast du sogar teleportieren gelernt. In der Aufnahme außen sind sie schon umgedreht und werden nochmal irgendwie zurückgedrückt, bevor sie losrennen. Und der Schwarze befindet sich ja ganze Zeit vorne, wie beim 100-Meter-Lauf. Yeah. Bleib mal stehen, hey! Bleib mal stehen, Mann! Man könnte ja denken, der Typ in Schwarz ist bestimmt in irgendeine Fußgängerseitenstraße eingebogen und konnte flüchten. Aber ich habe nicht verstanden, warum er in der Kurve plötzlich runtergebremst ist. Und dann habe ich mir das Ganze mal auf Google Street View angeguckt und habe festgestellt, dass da nicht mal wirklich ein Weg ist. Leon, wo seid ihr da genau hingerannt, wenn ich fragen darf? Das ist die Eingangstür zu einem Kunstverein in Hamburg. Wir warten gerade auf einen guten Kollegen, der Tonmann, der müsste gleich kommen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, wir warten ja schon. Wie lange auf ihn? Schon eine halbe Stunde. Okay, Leon holt sich einen Tonmann für eine Challenge, wo man saure Sachen frisst. Jo, wahrscheinlich, oder? Für eine gute Soundqualität ist Leon ja bekannt. Es geht um ein Management, wo ich mal drinne war. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Management. Ey Leon, kannst du den White Noise bitte nochmal reversen? Auch geil, Mefso muss das ganze Handyvideo sehen, um dann erst zu merken, oh, das ist ja Pisse. Und ich frag mich, warum Mefso dann so schelmisch grinst, obwohl er doch denkt, dass das Leons Pisse ist. Freut er sich etwa gerade und rennt auf Toilette, um zu wichsen? Auch interessant, man sieht hier etwas Schwarzes liegen, was 8 Videosekunden davor nicht da lag. Weil das Mefsos Oberteil ist, was er ausgezogen hat, rausgelegt hat und wieder in die Toilette rein ist, um dann mit dem Eimer erwischt zu werden. Also hat Mefso ja vorher schon mal die Tür aufgemacht, um das T-Shirt rauszulegen. Leon hat ihm aber gesagt, ey, nee, Mefso, geh nochmal rein, wir machen das nochmal mit dem Eimer. Meine Zuschauer merken das sowieso nicht. Er hat die gleichen Klamotten an wie beim Prank. Cap, Hoodie, Hose, Schuhe, alles gleich. Obwohl Mefso eine komplette Eistee-Pfirsichflasche auf Leon entleert hat und der Scheiß übel geklebt haben muss. Okay, der Kameramann versteckt sich hinter dem Baum. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, rauszufinden, wo die da genau waren. Auf dem Video sieht man hier den Hauptbahnhof Hamburg und hier steht Steintorplatz. Hauptbahnhof, Steintorplatz. Und das hier ist der Baum. Wobei, nicht ganz. Auf dem Foto hier war der Baum fast 2 Jahre älter. Das heißt, in Leons Video war der noch dünner. Ich muss zugeben, ich wollte das hier nur gerade ein bisschen spannend machen. Google Street View hätte ich euch sparen können. Die sind nämlich so dumm, die filmen den scheiß Baum auch noch selber. Oi, Bruder. Oi, der Kameramann verschanzt sich hinter diesem fucking Baum, um nicht gesehen zu werden. Leon, wie soll ich mir das vorstellen? Ich glaube, hinter dem Baum ist man unsichtbar. Warte, sorry, Bruder, komm, Kamera. Ey, danke, dass du mich darauf hinweist. Die Pixel in meiner Fresse versperren mir nämlich immer die Sicht. In dem Prank tut Leon so, als ob er ein Mädchen entführt, um sie dann zu überraschen, da sie Geburtstag hat.
Erstmal, what the fuck, was ist das denn für eine Schrottidee? Okay, das hier sind alle Beteiligten. Leon Mascher, der Typ mit der Klampfe, Mefso, Erdem Dennis. Und dann sind hier noch zwei Menschen, die in rassistischer Weise mit Affenkostüm entmenschlicht werden. Das ist strafrechtlich relevant. Und übrigens, Simon Desius Vater ist laut Wikipedia von der Elfenbeinküste. Ja, ja, ja. Der Moment, wo sie sich entspannt, ist, als sie diesen Typen hier vor sich hat. Und das ist nicht ihr Onkel oder so, sondern ein Typ von der Straße, den Leon für die Aktion aufgegabelt hat. Stellt euch vor, ihr werdet von einem Unbekannten von hinten geschnappt, zu einem Auto gezerrt und euch springt ein ungepflegter Typ entgegen, der weniger Zähne hat als Gringo 44 und schreit euch Bamboleo entgegen. Ich fühle mich tiefenentspannt und sicher. Eine bessere Geburtstagsüberraschung kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wisst ihr, was das Ganze noch dümmer macht? Erstens, die kauft Super Dickmanns ekelhaft. Sollte wahrscheinlich so rüberkommen, als hätte sie wirklich Geburtstag. So Leute, ich habe ein ganz kleines Problem. Okay, okay, halt mir fest. Das hier ist 24 Stunden später. Also ich kam gerade aus der Dusche und das Tattoo geht nicht weg. Das sind schon 24 Stunden rum und das scheiß Tattoo geht nicht weg. Es geht nicht weg. Ey Leute, ich habe ein Problem. Das Tattoo ist jetzt schon 4 Tage vergangen oder so. Bitte, ist das dein Ernst? Ja, genau. Also am ersten Tag sah das so aus, 24 Stunden später sah das so aus und 4,5 Tage sah das dann so aus. Der war vom Abflug einfach nochmal beim Pinselchinesen. Achtet auch zum Beispiel mal auf das Dreieck hier, das wurde viel großflächiger nachgezeichnet. Und dass die Tränen beim ersten und beim zweiten Tattoo komplett verschieden sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dann dachte sich der Leon, ah shit, ich muss dringend mal wieder was hochladen. Dann hat er einfach random ein FIFA-Video gemacht und einfach als halber die übrig gebliebenen Szenen aus Thailand zu einem Video zusammengeschnitten. Die Videos kamen mehr als 2 Monate nach den letzten Thailand-Videos. Das heißt, wir konnten im Nachhinein Aufnahmen von damals sehen, die Leon nicht gezeigt hat. Aus gutem Grund. In diesem neuen Thailand-Video sieht man das Tattoo. Das heißt erstmal, dass die Szenen nach der Wetteinlösung gefilmt wurden, aber noch vor dem Abflug nach Deutschland, weil er bei den Aufnahmen ja offensichtlich noch in Thailand ist. Und man sieht, wie das Tattoo über mehrere Tage verblasst. Das heißt, zwischen hier und hier war noch das hier und das hier. Also das ist nur für vorübergehend. Das geht in 2 Tagen wieder weg oder so. Es geht nicht weg. So soll das also in 3 Tagen ausgesehen haben. Komisch. In dem anderen Video hieß es noch, dass es in 24 Stunden so aussah. Der lügt. Der lügt. Und wenn mir jetzt hier wieder so ein Toiletten-Pascal kommt und sagt, der meint doch von dem Challenge-Video an, ist das Video dann in 3 Tagen gewesen? Nee, der hat das Challenge-Video am gleichen Tag gedreht wie die Bestrafung. Schaut euch doch die Klamotten an und... Bitte. Versucht. Nachzudenken. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin wieder Leon Mascher am Start. Heute kriegen wir eine neue Folge von Leon dreht durch. Er dreht also heute dieses Video hier. Leon, ich habe mal eine Frage. Warum sieht der Hintergrund in Thailand genauso aus, wie 2 Monate später, als du eine Abmoderation in Deutschland gedreht hast? Ich aber hatte das Glück, hier in Deutschland groß zu werden und die Chance, genau das zu tun, worauf ich Lust habe. Ja krass, ich wusste gar nicht, dass Deutschland zu Thailand gehört. Was kommt als nächstes? Dass Bayern zu Deutschland gehört? Dass ich nicht lache. Das heißt, in nicht mal 10 Sekunden hat sich dieser Hackfleischsören auf den Tisch gelegt und die Gedärme verteilt. Leon hat die Kamera nochmal neu ausgerichtet und ist wieder unter den Tisch gekrochen, um die Szene hier zu drehen, wo das Licht angeht. Und das alles im Dunkeln und möglichst leise, damit der Typ durch die angelehnte Tür nichts mitbekommt. Aber apropos angelehnte Tür, hier wird es noch viel seltsamer. Hier ist die Tür angelehnt. Von hier gesehen müsste sie ja dann auch angelehnt sein. Später sieht man aber, wie sie geschlossen aussieht. Also genauso wie hier eigentlich. Und jetzt kommt das Komischste überhaupt. Das Bild fehlt. Und jetzt kommt der Mindfuck. Das Bild liegt auf dem Tisch. Das heißt, während der Typ in dem kleinen Nebenraum ist, muss Leon das Bild an die Wand stellen, der Hackfleischsören muss sich auf den Tisch legen, die Gedärme zurechtlegen, Leon geht zur Kamera, ändert nochmal den Kamerawinkel und kriegt wieder unter den Tisch und das alles im Dunkeln, bevor das Licht angeht. Leon, wie soll das gehen? Hey Leon, erstmal, du hast bei dem Prank ein ganz anderes Oberteil und eine ganz andere Hose an, also frage ich mich gerade, wen du da heute geprankt hast. Yo, der Leon hat mal wieder zu viel GTA gespielt. Grand Theft Albaner. Okay, also in zivil gekleidete Polizisten nennen Passanten Arschloch, nehmen sie grundlos fest und boxen sie von hinten. Ja, wer kennt's nicht? Ich hab mal rausgesucht, wo das war. Hier hat sich der Kameramann versteckt und alles gefilmt. Schon witzig, dass die Polizisten Leon durchsuchen und den Mikrofonempfänger nicht bemerken, obwohl das Ding sogar blinkt.
Und genauso wenig beachten die den Kameramann, der mit seiner Cam so draufhält, wie die ganzen Rentner bei den Vaginas auf der Venusmesse. Leon wird auf den Boden gepresst und die Arme werden auf seinem Rücken fixiert. Leon, wie hast du dich von hier bis hier bewegt ohne Arme? Hast du dich mit deinen harten Nippeln fortbewegt oder was? Mit versteckter Kamera, warte, wir drehen hier mit versteckter... Kollege, bitte. Wir drehen mit versteckter Kamera, chill. Also erstens, als ob der Typ Auto fährt, der fährt höchstens das Methadon-Programm und zweitens, wie kann der denn die Kamera nicht gesehen haben, wenn die immer vor ihm rumgesprungen sind und an ihn rangezoomt haben? Ne? Hast keine Kondition mehr? Digga, das ist ja mega die versteckte Kamera gewesen. Aber sehen wir mal drüber hinweg und glauben wir auch mal, dass es sein Auto ist und der die Scheiben frisch lackiert hat. Hey, das war ein Auto, Alter. Das habe ich gerade frisch lackieren lassen. Die Fensterscheiben. Ja, Logo, Alter. Dann habe ich jetzt mal folgende Frage. Wie hat er sein Auto ohne Schlüssel verschlossen? Hat der Besitzer das Auto etwa mit seinem Fingernagel verriegelt? Oder lügt Leon? Der lügt, der lügt. Das ist richtig. Aha, ja, interessant. Dann machen die halt dieses Standard-Prank-Ausrasten, also sich gegenseitig jagen und so. Dabei ist aber voll interessant, dass ApoRed hier gar nicht mehr husten muss und später dann wieder aus dem Nichts einen Hustenanfall kriegt. Er hustet einfach kein einziges Mal. Und dann gibt's einen Cut, wo er plötzlich wieder anfängt. Aber sagen wir mal, dass es kein Fake ist. Sobald keine Notwehr vorliegt oder du kein Polizeibeamter bist, zählt das Verwenden von Pfefferspray am Menschen als gefährliche Körperverletzung. Selbst der Versuch ist strafbar. Was ich damit sagen will, selbst wenn Leon hier nicht lügen würde, wäre er trotzdem ein Stück Scheiße. Aber gehen wir mal ganz zurück. Erstmal, der Dufterfrischer ist ein Airwick Freshmatic, bei dem kann man 3 Intervalle einstellen. Das Ding sprüht alle 9 Minuten, alle 25 Minuten oder alle 32 Minuten. Das heißt, ApoRed ist unten am Essen, kann jederzeit hochkommen und Leon muss sich jetzt entscheiden, welches Intervall er wählt, ohne zu wissen, wann ApoRed da ist. Es darf aber nicht sprühen, bevor ApoRed ins Bad kommt und es darf auch nicht erst sprühen, wenn er das Bad schon verlassen hat, sonst funktioniert ja der Prank nicht. Das Beste kommt aber jetzt. Der erste Sprühstoß ist nicht erst nach der Zeit, die man gewählt hat, sondern der kommt in jedem Fall nach 15 Sekunden. Dass das den Prank unmöglich macht, brauche ich euch hoffentlich nicht zu sagen, aber das Geilste ist, 15 Sekunden nachdem Leon das Ding installiert hat, ist er immer noch in der Toilette von ApoRed. Denkst du überhaupt mal nach, bevor du deine Videos fakest? Schauen wir mal, wo Leon die Spiegelreflexkamera platziert hat. Die Kamera positioniert sich ungefähr da. Die Ecke so ein bisschen versteckt mit dem Tuch. Genial! Eine weiße Vase wegnehmen, eine fette schwarze Spiegelreflexkamera hinstellen und ein Handtuch drüberlegen, was noch nie da gelegen hat. Alter, da braucht man ja Adleraugen, um zu erkennen, dass irgendwas anders ist. Und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wo das im Raum ist. Das ist da, wo man pisst und scheißt auf Augenhöhe. Eine auffälligere Stelle kann man in dem Raum gar nicht wählen. Nochmal in Kurzform. Während sich ApoRed duscht, verschieben sich Sachen im Raum, insbesondere das Duftspray. Ich habe zwar keine Ahnung, was das soll, aber Leon Mascher hat offensichtlich Psychokinese gelernt. Und wenn du dich nach dem Video endlich in eine Höhle verkriechst, nenne ich dich sogar Mewtwo. Denken Sie da mal drüber nach. Was geht ab, ihr kleinen Schlingel? Ihr glaubt gar nicht, was ich wieder für saugeile Videos entdeckt habe. Oh, wen wundert's? Das ist auch fake. Das heißt, Leon denkt, dass seine Zuschauer denken, dass er Eugen prankt, während er stattdessen geprankt wird. Und ich denke mir, so ein Scheiß kann sich auch nur Leon ausdenken. Aber weißt du was, Digga? Ich hab fake Yeezys geklärt. Kleiner Spoiler, der Yeezy ist nicht das Einzige, was hier fake ist. Und dann kam nicht nur ApoRed, sondern auch mein persönliches Highlight. Warte. Nochmal. Kennt ihr diese Klos mit Ablage, wo man vorm Spülen noch die Kacke sieht? ApoRed guckt auf die angezündeten Yeezys wie ein Allmann, der seine Kacke nach dem Scheißen analysiert. Ich muss alles vorbereiten. Ich muss die Kameras positionieren. Ja, die Kamera hast du ja wie immer perfekt und unsichtbar positioniert. Leon, willst du eigentlich noch irgendwas dazu sagen? Schau mich an, ich bin ziemlich bekannt. Ich hab Apo seine Yeezys verbrannt. Kamera 1. Und Kamera 2. Hier soll der Zuschauer dann auch die Kamera sehen, damit Leon zeigen kann, hier, guck, ich versteck meine Kameras. Denn Leon verdeckt die versteckten Kameras normalerweise nie, wenn er davon ausgeht, dass man sie im Bild nicht sieht. Siehe Gay-Prank, siehe 70.000 Euro Schuhe gestohlen Prank oder 1.000 Euro Yeezys verbrennen Prank. Aber gehen wir nochmal zurück. Locke kommt rein und sagt... Ja, ich habe hier so einen Gutschein gekriegt von Leon. Ja,
einen Gutschein gekriegt von Leon. Ja, normal, Leon ist ziemlich bekannt. Da weiß natürlich jeder sofort, von wem die Rede ist. Und jetzt, wo Leon keinen Führerschein mehr hat, kennt ihn wahrscheinlich auch der Taxifahrer. Wow. Jetzt gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Nummer 1. Locker hat einfach über 4 Stunden gebraucht, um sich auszuziehen und hinzulegen. Ja, das könnte wahrscheinlich sein. Oder wie wäre es mit der zweiten Möglichkeit? Zwischen dem Eingangsbereich und dem Massageraum sind über 4 Stunden Gehweg. Heißt, bei einem normalen Gehtempo liegen zwischen den beiden Räumen über 20 Kilometer. Oh ja, das klingt auch plausibel. Oder die dritte Möglichkeit. Locke lag einfach 4 Stunden da, bevor Leon angefangen hat, ihn zu massieren. Und die Kameras haben einfach über 4 Stunden gefilmt, ohne Akku- oder SD-Kartentausch und ohne die Kameras einmal zu berühren, um zu schauen, ob die überhaupt filmen. Ja, Mann, so kann es natürlich auch gewesen sein. Oder die vierte Möglichkeit. Leon hat euch einfach wie immer angelogen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Okay, in dem Video filmt Leon den Jumbo Schreiner, wie er ins Wasser fällt, weil er Pokémon Go spielt. Der taucht dann halt wieder auf und irgendwie taucht in dem Video auch eine zweite Person auf. Hier die Szene. Alter, halt's Maul. Tupac ist wieder aufgetaucht. Boah, 20 Jahre Zeittauchen ist echt ein neuer Rekord, würde ich sagen. So, der Dicke wird dann gerettet und der Schwarze irgendwie nicht. Der ist wahrscheinlich drin geblieben, weil es für ihn das erste saubere Wasser ist, was nicht Nestle gehört. Leute, guckt nach vorne. Guckt nicht auf euer scheiß Smartphone. Guckt mal nach vorne. Ey, das ist unglaublich, ey. Ja, echt unglaublich. Ich kann's auch gar nicht glauben. Ja, weil's halt fake ist. Du musst nur nach vorne gucken, Junge. Und du musst gerade eine Rolle spielen. Okay, also zuallererst, das Video ist laut Leons Aussage FSK 16. Heißt das, dass die 1,7 Millionen Aufrufe nicht von seinen Zuschauern gekommen sind? Kaum vorstellbar. Ey, wieso? Ich bin gar nicht angerufen, ey. Ruf die Polizei an. Das kann nichts Normales sein. Ruf die Polizei an. Ey, Leon, man sieht im Video, dass du die ganze Zeit mit einem iPhone rumleuchtest. Wieso hast du nicht einfach selber angerufen? Die Szene, die ihr gerade gesehen habt, editiere ich jetzt mit meinem Schnittprogramm und stelle die Belichtung ein bisschen hoch. Oh, was sehen wir denn da? Das Zelt! Und davor steht eine Person mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Milot ist der Einzige mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Und dann sieht man hier unten noch einen sitzen. Das ist Zero. Die stehen einfach vorm Zelt, während die anderen sie angeblich suchen. Mensch, warum ist das denn so dunkel gefilmt? Ich mach nochmal die Helligkeit hoch. Das geht nicht, dass wir die nicht finden, Digga. Sonst ganz vorsichtig, chill mal. Guck mal, wer ist das, Mann? Leon, nichts für ungut, aber was soll der Scheiß? Lauf, Mann! Der hat irgendwas in der Hand, eine Axt oder so! Wie kommst du denn darauf, dass er eine Axt hat, weil er sich scheinbar die Beine abgehackt hat oder was? Und an der Stelle waren die übrigens nicht nur zweimal, sondern davor waren die auch schon mal da. Und zwar bei Minute 6,20 circa. Ich mach's mal wieder hell. Hier sieht man wieder die zwei Einkerbungen und hier ist die Pflanze, hinter der Dennis anderthalb Minuten später verschwindet. Und wenn wir hier weiterschauen, sehen wir auch ein Schild. Dieses Schild ist später auch zu sehen, als Dennis hinter die Pflanze gehechtet ist, um zu verschwinden. Auch bei der Szene mit dem Ghetto-CGI sieht man diese Einkerbungen. Die waren einfach permanent an der gleichen Stelle. Alles klar, Leon versteckt sich jetzt mit aktiviertem Handylicht. Das ist natürlich mega schlau. Und in dieser Gefahrensituation hat Leon noch die Geduld und Zeit, um cinematische Aufnahmen zu machen, bevor er dann von hinten geschnappt wird. Das Handy wird dann von den anderen aufgehoben und es stellt sich raus, die sind Zombies geworden oder so ein Scheiß. Jo, das war dann halt das Ende des Videos, aber gehen wir nochmal kurz zurück. Diese hässliche Schabracke bewegt sich nicht mal. Das ist einfach ein ausgeschnittenes Bild, was hin und her geschoben wurde. Irgendwie auch seltsam, dass Leon hier auf einmal transparent geworden ist. Ich wusste nicht, dass es solche Störungen in der Kamera geben kann, dass man auf einmal durch Dinge durchsehen kann. Und hier sieht man sogar noch die Reste des Bildes, die nicht entfernt wurden. Leon, hättest du deine Nichte nicht ein bisschen sauberer ausschneiden können? Jetzt kann ich euch zeigen, was Leon uns als Geisterwald verkauft. Okay, hier ist die Häuser-Skyline. Hier stand das Zelt und das hier ist der Geisterwald, diese paar Bäume hier, die ohne Blätter so hier aussehen. Ich habe mal im Internet nach der Definition von Wald geschaut und habe das hier gefunden. Laut Definition ist Wald eine Pflanzenformation, die im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann. Alter, ich kann das Waldklima förmlich durch den Bildschirm spüren. Hey Leon, wenn das für dich ein Wald ist, dann frage ich mich, was als nächstes kommt. Warst du vielleicht mal in der Wüste? Oder bist du übers Meer gelaufen wie Jesus? Oder hast du mal Berge versetzt? Jetzt mal ernsthaft, ist euch das nicht peinlich? Moment, nochmal zurück.
Diesen klirrenden Sound kenne ich doch irgendwoher. Ey, Leon, ist da überhaupt Glas kaputt gegangen oder hast du einfach nur den Sound eingefügt, damit es dramatischer klingt? Aber naja, zurück zum Video. Moment, Moment, Moment. Neymar, der über 100 Millionen Dollar hat, übernachtet im gleichen Hotel wie Leon, wo Familienfotos an der Wand hängen. Ich kenne eigentlich nur Airbnbs, die so aussehen, aber das heißt ja noch nichts. Trotzdem flext Neymar mit seinen ganzen 50-Euro-Scheinen auf den Boden. Ach Moment, das ist gar kein Euro, sondern die brasilianische Währung Real? 50 Real entspricht ungefähr unserem 10-Euro-Schein. Bei Neymar läuft ja richtig. Ich habe sogar bei den Apotheken in der Ortschaft vom Videodreh nachgeschaut und die haben auch kein Durex im Sortiment. Die bumsen dort mit Blowtex, Jontex, Prudence und Olla. Woher hat Neymar jetzt die Durex-Kondome? Naja, keine Ahnung, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Gehen wir zum nächsten Video. Ihr braucht eine Schüssel voller Wasser, Weingummis, eine Schüssel voller Salz und, hab ich gesagt, dass ich... Tschüss. LOL. Okay, machen wir weiter mit dem Neymar-Prank. Das sind Leons Kondome. Aber versteht mich nicht falsch, Durex gibt's in Brasilien. Allerdings ist das dort Klebeband. Das kann man sich natürlich auch zum Schutz auf dem Pimmel abrollen. Ja, und wer sich vor HIV schützt, sollte sich natürlich auch vor UV schützen. Normal. Hat nichts damit zu tun, dass man erkennen würde, dass es gar nicht Neymar ist. Ja, wer hätte es gedacht? Das ist nicht Neymar, sondern einfach nur der Typ aus Leons Musikvideo. Und das Mädel, was er genagelt hat, ist auch aus dem Musikvideo, die übrigens einen Ring trägt und verheiratet ist. Und ja, in Brasilien trägt man links den Ring, sobald man verheiratet ist. Ich will hier nochmal hervorheben, dass er nicht sagt, dass der Prank fake ist, sondern einfach nur, dass es nicht der echte Neymar ist, sondern ein Double, mit dem das Ganze passiert ist. Abgesehen davon kündigt Leon ein Video mit dem Double an, was er in Brasilien gedreht hat. Dieses Video ist bis heute nicht erschienen, wahrscheinlich, weil er in diesem bereits abgedrehten Video immer noch so tut, als wäre es der echte Neymar. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass er das mit dem Double zugegeben hätte, wenn alle gedacht hätten, dass es der echte ist. Leon hätte daraufhin erstmal vorm Spiegel masturbiert. Geil, es ist jetzt folgendermaßen. Entweder hat er seine Zuschauer mit dem Neymar-Prank von vorne bis hinten belogen und es ist fake, oder er sagt die Wahrheit, was ich persönlich noch viel dämlicher fände. Passt auf, Leute. Er schwärmt von einer, die verheiratet ist, aber mit einem Typen fremd geht, den Leon fürs Musikvideo bezahlt hat. Dieser Typ fickt sie mit den Kondomen, die er von Leon hat, und sie, die verheiratet ist, lässt sich von umgerechnet 10-Euro-Schein beeindrucken und sie lässt sich von dem Typen bumsen, der beim Sex Sonnenbrille trägt. In die Person hast du dich fast verliebt, Leon. Willst du jetzt eigentlich immer noch so tun, als ob deine Pranks echt wären, oder hast du es dir jetzt plötzlich anders überlegt? Und außerdem, du hast doch mal Bitch-Tests gemacht, da fandest du es komischerweise mal abstoßend, wenn die Frauen die Beine für Geld und Fame breit gemacht haben, und von ihr schwärmst du? Oder ist das Ganze doch wie gewohnt komplett zusammengelogen und gestellt, was doch eine viel interessantere Frage aufwirft. Leon, was hast du dir bei diesem Skript gedacht? Du hast dich auf allen Ebenen selber bloßgestellt, und das nur um einen Prank zu drehen, dessen Inhalt es ist, dass du jemanden eine Torte ins Gesicht ballerst. Selbst bei so einem belanglosen Prank, der unkreativer nicht sein könnte, schafft es Leon, sich in solche Konstrukte zu lügen. Alter, das schafft nicht mal Mert Matar. Ihr habt für diese Aktion 2 Wochen Zeit, also 2 Wochen, genau 14 Tage, bis die Aktion zu Ende ist. Dann sage ich euch genau in 14 Tagen Bescheid, welche Schule gewonnen hat. Das Video ist vom 22.01.2017. 14 Tage würde bedeuten, am 5.02.2017 wird das Gewinnspiel aufgelöst. Dann gab es aber ein Video am 9.03.2017 namens Ansage an alle YouTuber. Das wurde mittlerweile gelöscht, aber hier ein Reupload. Da gab es dann nämlich folgende Aussage. Ich wollte das eigentlich schon längst auflösen, aber ich dachte mir, ich mache mal einfach nochmal eine Woche länger. Ich habe jetzt noch 1 Woche Zeit, dann gebe ich bekannt, welche Schule gewonnen hat, Freunde. Also am 9.03. wurde das Gewinnspiel nochmal um 1 Woche verlängert. Das Gewinnspiel wurde also nicht während der offiziellen Gewinnspielzeit verlängert, sondern mehr als 1 Monat später komplett willkürlich und dann nochmal um 1 ganze Woche. Aber in welcher Schule war er jetzt eigentlich mit UpRed? Hat unterrichtet und ein Konzert gegeben? Richtig, in keiner! Das Gewinnspiel sollte ursprünglich nach 2 Wochen aufgelöst werden und wurde nach mittlerweile mehr als 3 Jahren nicht aufgelöst. Oder zählt das 24 Stunden in der Schule Hausfriedensbruch-Video als Gewinnspieleinlösung? Okay, also entweder die haben die Fans belogen, damit die das Album kaufen, oder die haben keine E-Mail mit Screenshot vom Kauf erhalten, weil es keiner gekauft hat.
Das ist eine Option. Alter Leon, weißt du, was jetzt noch richtig geil wäre und dem Ganzen noch die Krone aufsetzen würde? Mach für uns bitte jetzt noch den ultimativen Simon Desue. Das heißt, du hast ein Gewinnspiel für deine Zuschauer gemacht, was du bis heute nicht eingelöst hast, wirst dafür kritisiert, alle bekommen es mit und dann machst du eine fadenscheinige Spendenaktion, um dein Image reinzuwaschen, statt den Gewinn einzulösen. Und Leon, bitte mach das exakt genauso wie dein Freund Simon Desue. Und dann dachte ich mir, mache ich ein Gewinnspiel. Platz 1 sind 1.000 Euro. Das Gewinnspiel läuft jetzt ab jetzt genau 7 Tage. Dann 8 Monate später. Ich habe euch gesagt, ich werde das Geld weggeben. Ich habe es getan. Ich habe es gespendet an eine wohltätige Organisation. Es war für behinderte Kinder und ich denke, ihr versteht es, wenn ich das lieber behinderten Kindern gebe, anstatt jetzt nochmal einen von euch. Wenn mir irgendjemand kommt und sagt, dass ich das gerade, was dieses Video nur gemacht habe, um gut dazustehen, der ist für mich ohne Scheiß nicht menschlich, weil es geht hier um behinderte Kinder, denen ich geholfen habe und ich fühle mich gut dabei und mir, meiner Meinung nach geht es darum, dass ich jemand geholfen habe und ich denke, die meisten werden es von euch verstehen. Und wer mir sagt, dass ich das nur gemacht habe, um gut dazustehen, nee, Mann, ist wirklich für mich, der hat kein Herz, der hat keine Gefühle, der hat kein gar nichts. Ist einfach so. Ist so. Leon, bitte, nutz Behindis für dein Image. Nicht nur Obdachlose. Und nicht nur Obdachlose. Also wenn Leon das mehrmals so krass antießt und nach dem Locke-Video auch noch ein Real-Talk-Video drüber macht, wie wahnsinnig dramatisch das war. Und Leon im Locke-Video selber auch nochmal einen Vortrag über dieses traumatische Erlebnis hält, da muss das ja das übelst heftige Ding gewesen sein. Schließlich ging es ja um Leben und Tod eines Freundes. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Geiler Scheiß, Leon. Wir schauen uns das Handy mal genauer an. Sag mal, hast du da ein Stück Papier in die Schutzhülle reingelegt und mit Kugelschreiber draufgekritzelt? Boah, das sieht ja richtig echt aus. Digga, du hast nicht mal richtig ausgemalt. Aber vielleicht ist ja die Vorderseite besser. Warte mal, was soll überhaupt das scheiß Papier? Ach so, weil das Display kaputt ist. Du nimmst ein knittriges Papier, schneidest das nicht mal richtig zu und klebst das mit viel zu viel Klebeband als Handy fest, sodass man das Klebeband von vorne und von hinten sehen kann. Und das kaputte Display sieht man trotzdem noch. Ey, wie stolz du diesen Haufen Scheiße auch noch präsentieren kannst, triggert mich hier am meisten. Dann macht Leon eben Fotos mit Lockes Handy. Und bevor er sich wieder hinsetzt, holt er sich das Fake-Handy von da? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Nochmal zurück. Hier ist das echte Telefon. Hier ist das Fake-Telefon, was sich aus unerklärlichen Gründen auf Lockes Seite befindet, mit der absolut fragwürdigen Papierseite nach oben. Und Locke guckt das Ding sogar noch an und denkt, dass es sein Handy ist. Naja, in welchem Gewässer waren die eigentlich? Die waren ja nicht in irgendeinem reißenden Flussstrom oder so, sondern die waren in der sogenannten Außenalster neben dem Tretbootverleih. Im Hintergrund sieht man auch diese Brücke hier. Und zwar hier. Die Alster ist zwar ein Fluss, aber die bewegt sich so scheiße wenig, dass man die Außenalster auch Alstersee nennt, obwohl es kein See ist. Die kann sich auch gar nicht krass bewegen, weil das eine riesige Ansammlung von Wasser ist, die nur durch verhältnismäßig kleine Kanäle mit der Elbe verbunden ist. Okay, Leute, wir muten jetzt einfach mal den Drama-Part, korrigieren die Farbe ein bisschen, packen die scheiß Urlaubsmusik vom Anfang drauf und machen die Hipster-Transitions rein. Ey, voll geiler Vlog, Mann. Guck mal, wie viel Spaß Locke auf einmal im Wasser hat. Okay, jetzt andersrum. Wir nehmen die Soundfile vom Drama-Part und legen die an den Anfang des Videos. Die Hipster-Transitions kann ich zwar nicht entfernen, aber ich ändere ein bisschen die Farbe und mache überflüssige Zooms rein. Alter, ich krieg direkt Angstzustände, obwohl die nur Tretboot fahren. Ah, also ihr standet alle mega unter Schock. Warum hört man euch dann lachen? Lass los. Oh, Schiefe. Oh, Schiefe. Und eure Mimik sieht auch alles andere als geschockt aus. Von einer auf die andere Sekunde war der auf einmal 10 Meter weg. Und dann wieder ein paar Meter, und dann wieder ein paar Meter. Das ging richtig schnell. Der wurde von der Strömung weggezogen. Von einer Sekunde auf die andere 10 Meter weiter. Ich weiß, dass es nur mal so dahergesagt ist, aber ich will trotzdem mal hervorheben, wie hart der hier gerade übertreibt. Guckt euch mal diese Speedfische hier an. 50 minutes freestyle, the fastest human beings in water, and here they go. Nach Leons Aussage bewegt sich Locke mehr als 4-mal so schnell wie die schnellsten Schwimmer der Welt. Das wäre also mehr als diese Geschwindigkeit hier.
Ja, danach sieht's auch aus. Leon, das Gewicht hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man schneller sinkt oder nicht. Ein Stück Fett wird im Wasser immer oben schwimmen, egal ob es 1 Gramm wiegt oder... locker eine Tonne. Wenn das am Gewicht liegen würde, würdet ihr mit dem Boot schneller untergehen als locker alleine. Do you even Archimedes, Bro? Dass es fast keine Strömungen in der Alster gibt, habe ich vorhin schon erwähnt. Aber das Ganze ist noch viel, viel dümmer. Denn was Leon hier ignoriert ist, dass das Tretboot ja auch von der angeblichen Strömung betroffen sein müsste. Das ist wie, wenn die in einem fahrenden Zug sitzen würden, da würde Locke ohne sich selber zu bewegen auch nicht in einer Sekunde 10 Meter weiter sein als die anderen. Denn die anderen sind doch auch in dem fahrenden Zug, beziehungsweise in der Strömung. Leon lügt hier wieder mal und outet sich ja nebenbei schon wieder als Vollidiot, aber jetzt wird's richtig ekelhaft. Wir sehen ja, dass Locke nicht still ist, sondern Richtung Tretboot schwimmt. Aber die Distanz trotzdem größer wird. Das ist wie, wenn Locke im fahrenden Zug zu den anderen laufen würde, aber die Distanz größer wird. Das geht ja nicht. Das funktioniert nur, wenn die anderen sich mit einer höheren Geschwindigkeit als Locke wegbewegen. Das heißt, die sind mit dem Tretboot vor Locke weggefahren. Krass, dass ihr so schockiert wart, dass ihr in die Pedalen treten musstet. Also wenn er wirklich in Lebensgefahr war, so wie du das ja mega oft beteuerst, warum bist du dann weggefahren? Und warum hast du das Ganze weiter gefilmt? Nach deiner Aussage zeigst du ja, dass dir das Video zu filmen für die Klicks in dem Moment wichtiger war als ein Menschenleben. Was dich eigentlich noch zu einem viel größeren Abschaum macht, wenn man drüber nachdenkt. Und dann betonst du noch, dass es ein Freund von dir ist. Leon, wer saß doch mal in dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging, du Hodenkopf? Ach, und wenn wir hier mal gerade bei dem Abschaum sind, du und du, ihr seid alles richtige Wichser. Hashtag, man sagt, wenn man sich nicht neu erfindet, werden sie dich vergessen. Ey, das Einzige, was hier erfunden wurde, war die ganze Geschichte mit Locke und deine Zuschauer glauben dir deine Lügen auch noch. Der arme Locke, Mann, ich habe so Angst bekommen, wo Locke reingesprungen ist und geschrien hat, der arme. Wer fand das auch so lustig? Der Typ wäre fast ertrunken und du findest das witzig? Schäm dich. Mir tut Locke so leid, ich war so traurig, ich dachte, Locke schafft das nicht. Schämt euch, es ging um Leben und Tod. Ey, ich hatte richtig Angst wegen Locke. Warum springt Locke ins Wasser und sucht nicht mal sein Handy? Ernsthaft? Bist du blind? Guck mal genauer hin, denn als er reingesprungen ist, wurde er direkt weggespült. Frag ich mich auch. Wahrscheinlich hat er dann erst gecheckt, dass die Strömung mega stark ist und es arschkalt ist. Ey, weil die Strömung ihn weggezogen hat, kannst du nicht richtig sehen? Oh mein Gott, ich habe so Angst gehabt, dass er ertrinkt. Ich habe immer noch Angst. Ich find's schon beeindruckend, wie Leon zuerst mit dem Eimer struggelt, aber mit welcher Leichtigkeit er diesen Eimer nach dem Videoschnitt über sich hebt. Und der Eimer macht vor dem Videoschnitt noch laute Wassergeräusche, nach dem Schnitt aber nicht mehr. Und auch beeindruckend, wie Locke es schafft, auf Zehenspitzen zu balancieren, während er diesen schweren Wassereimer nur mit den Daumen hält und mit dem kleinen Finger ausbalanciert, obwohl Leon vor dem Videoschnitt selber noch voll die Probleme damit hatte. Also im Klartext, Locke ist vor der Haustür, Leon macht auf. Locke rennt für Leon hoch. Leon will das Ding hochheben, kriegt es aber nicht hin. Die pausieren, Locke wartet im Treppenhaus. Denn Leon muss doch mal runter, um Wasser abzuschütten. Dann steigt er wieder auf den Hocker und gibt Locke das Zeichen reinzukommen, indem er ihn ruft. Locke! Jetzt kann er reinkommen. Digga, muss ich Feuer machen, ich kann das nicht behalten, Digga. Dann übernimmt Locke eben und kracht zusammen. Ja genau, Locke tropft von seiner gesamten Fresse und von seinen Armen und guckt auch mal, wie durchnässt sein Pullover ist. Und dann zieht er sein Pulli aus und ist komplett obenrum nass, obwohl die paar Spritzer nicht mal an diese nassen Stellen gingen. Locke hat sich einfach am Waschbecken richtig nass gemacht, damit das so krass im Video aussieht. Okay, und das hier ist der zweite Kamerawinkel, aber wie wurde die Kamera eigentlich platziert? Schauen wir uns nochmal an, wo die beiden reingekommen sind. Zero hat die Kamera einfach in der Hand. Der ist so reingekommen, hat sich hingesetzt und hat angefangen zu filmen. Direkt neben Locke, ohne dass der was davon mitbekommt. Unwahrscheinlich hat Zero sogar noch die ganze Zeit auf den Kamerabildschirm geguckt, um immer zu kontrollieren, dass Locke schön mittig zu sehen ist. Aber Locke sieht die Kamera nicht mal, obwohl er sogar zu Zero rüberschaut. Schauen wir uns mal die Uhrzeit an. Es ist 8
Uhr 16. Das heißt, zwischen dem Anfang und hier sind nur 5 Minuten vergangen. Die haben hier richtig entspannt das Intro gedreht, obwohl Locke jederzeit hätte reinplatzen können, weil der Friseurtermin ja offensichtlich um diese Uhrzeit mit Locke ausgemacht wurde und Leon den Laden ja verlassen muss, bevor Locke reinkommt. Aber nicht nur das macht so verdammt unglaubwürdig, sondern Leute, innerhalb von 5 Minuten haben die nicht nur das Intro gefilmt, sondern es wurde auch auf die beiden gewartet, es wurde sich begrüßt, die haben sich platziert, es wurde gelabert und die haben schon angefangen, Locke die Haare zu schneiden. Dann vergehen nochmal 30 Sekunden im Video, wo Haufen Schnitte drin sind und dann sieht man erst, dass es gerade mal 8.16 Uhr ist. Euch ist hoffentlich klar, dass Zero und Locke einfach draußen gewartet haben, bis Leons Intro-Gelaber fertig war. Dann sind die direkt danach rein, haben sich hingesetzt, Zeit gespart und schön das Video durchgehämmert. Locke sagt, was föhnst du da rum die ganze Zeit, obwohl zu dem Zeitpunkt gar keiner mehr geföhnt hat? Der Friseur steht draußen und hat sich was zu essen geholt. Leon hat auch nichts in den Händen und der Föhn steckt schon längst dort. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass er das gesagt hat. Das ist einfach nur einstudiertes Gelaber. Okay, halten wir kurz fest. Locke erfährt erst jetzt, dass er gefilmt wird, obwohl er in einem Friseursalon ist, wo wie üblich viele Spiegel und damit auch etliche Spiegelungen sind. Zero neben ihm filmt und Leon selber ab und zu richtig nah an die Fresse rangeht. Man sieht einfach, wie die Kameras nicht mal versteckt halten, aber Locke kriegt nie was davon mit. Er denkt nicht mal, dass es ein Prank ist, als er sieht, dass er blonde Haare hat, obwohl Leon in dem Salon aufgetaucht ist, ohne dass Locke davon wusste. Okay, pass auf, Leute. Ali hat plötzlich wieder Essen und es ist hell draußen. Warum? Weil die diese Szene viel früher gedreht haben, da wo es noch hell war und Ali noch was zu essen hatte. Und nach der Helligkeit und nach der Größe des Sandwiches zufolge war das, bevor Locke in den Spiegel geguckt hat. Leon filmt also vor dem Laden, bei dem so riesige Fenster sind und Locke sieht die Kamera nicht. Zum einen ist das der größte Bullshit, dass Locke das nicht gesehen hat und zum anderen ist es der größte Bullshit, weil Leon hier ja überhaupt das Risiko eingeht, mit der Kamera gesehen zu werden, bevor überhaupt der Prank passiert. Aber ich glaube nicht, dass Leons Videos gestellt sind, weil... Er ist der Prankmaster of Germany und drumherum. Hey Red, wie hast du Leon eigentlich kennengelernt? Ich habe Leon kennengelernt, das erste Mal über ein Ficken. Bitte was? Ficken, Mann. So kennt man dich ja gar nicht. Klar, ich bin voll in the game. Monate haben wir miteinander gefickt. Auch mit Anscheißen, ne? Klar, warum nicht? Hat das nicht gestunken? Klar, weil das scheiße war. Und was hat Leon dazu gesagt? Ja, scheiß drauf, kein Problem. Okay. Okay. Aha, okay. So, Leute, ich bin jetzt draußen. Ich hab keinen Bock mehr auf die Schwuchtel-Scheiße und geh jetzt mit Leon Scheiße essen. Und dann heißt es auf einmal schon wieder Ficken. Zensierte Version ohne Plastikpimmel. Also es gibt 4 Hauptszenen. Eine Szene mit 4 Persons of Color, dann eine zweite Szene mit einer Person of Color, die aber nichts mit den ersten 4 Persons of Color zu tun hat. Leute, die haben nicht immer Jura studiert, das ist nur bei Vätern von der Elfenbeinküste so. Ja, ja, ja. Heißt das jetzt, dass er den ganzen Schwarzen hinterher ist und jeden Einzelnen gekriegt hat und dann auch das Einverständnis von jedem Einzelnen bekommen hat, sie mit Face zu zeigen, wie sie etwas klauen? Und das gleiche hat er auch bei dem Cappy-Träger geschafft, aber bei dem letzten Typen hat er das dann nicht geschafft? Nee, der ist aus einem ganz anderen Grund verpixelt, und zwar damit man die offensichtliche Kamera hinter ihm nicht sieht. Leon und sein Cutter haben hier richtig verkackt. Die haben in einem Frame nicht ordentlich verpixelt. Dort steht die Kamera mit aufgeklapptem Bildschirm. Okay, die klauen also irgendeinen Scheiß, aber nicht die Kameras, obwohl die richtig offensichtlich dastehen. So übertrieben offensichtlich, dass Leon im Schnittprogramm dafür sorgt, dass man diese offensichtlichen Kameras nicht im Video sieht. Leon versucht also wieder alles zu vertuschen. Durch Verpixelung, eingefügte schwarze Balken und gezielte Kamerazooms ins Autodach. Ihm ist also wichtig, dass seine Zuschauer denken, dass alles echt ist, sonst bräuchte er es ja nicht krampfhaft vertuschen. Leon will euch nicht unterhalten, sondern euch für dumm verkaufen. Die schlimmsten Straßen Hamburgs. Ja, ich hab mal rausgefunden, wo der da genau war. Die Straße heißt Hühnerposten. Hier geht's aber richtig ab, das sag ich euch. Oh mein Gott, hier sieht man sogar schon die Drogendealer. Verdammt, die Araber-Clans sind echt überall. Junge, das ist so peinlich, wie cool du dich hier fühlst, wenn man weiß, wie billig das gefaked wurde. Ich glaube, ich
Gott, gleich. Okay, in dem Prank rächt sich Locke für den Wassereimer-Prank und für den Haare-Blond-Färben-Prank. Er rächt sich also für etwas, was nachweislich gestellt ist, was dieses Video schon allein deswegen fake macht, weil ja die Rache gar keinen Sinn ergibt, wenn die Pranks davor abgesprochen waren. Okay, Moment. Das Auto ist das gleiche wie beim Auto-Offenlassen-Prank, was übrigens Adams Wagen ist. Leon hat den Wagen für den Auto-Offenlassen-Prank ausgeliehen, was den Auto-Offenlassen-Prank im Nachhinein eigentlich noch viel bescheuerter macht, wenn er echt wäre. Weil Leon sogar das Auto seines Freundes einfach Kriminellen überlässt, um damit Klicks zu generieren. Leon, wer saß noch mal bei dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging? Ach, und weil wir hier schon wieder bei dem Abschaum sind, du und du, ihr seid alles immer noch richtige Wichser. Okay, pass auf. Locke schmiert also Blut auf die Hände, um sich vorzubereiten. Von dem Blut an dem Arm und an dem Messer sieht man aber am Ende nichts mehr. Hä? Sie hatten sich doch 10 Minuten nach dem Intro getroffen. Wir sind in der Garage, 10 Minuten sind wir da, Bro. Mach mal schneller, Mann. Aber Locke geht sich in der Zeit nochmal irgendwo die Arme abwaschen. Also nur die Arme, die er doch für den Prank vorbereitet hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Kann das vielleicht sein, dass ihr das Intro nicht vor dem Prank gedreht habt, sondern nach dem Prank? Deswegen ist im Intro auch die Tageszeit fortgeschritten. Und dann passt das auch chronologisch viel besser mit dem Blut, was Locke drauf gepinselt hat. Leute, das heißt, die rufen Leon an, um ihn zum Prank zu locken, obwohl der Prank schon geschehen ist. Und wenn man aufmerksam ist, merkt man sogar, dass sich Adam noch verplappert hat. Ja, ich bin gleich da. Ja, ich bin. Wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf jeden Fall. Garage? Wir sind 10. Nee, wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da, Bro. Wir? Wer ist wir? Leon weiß doch noch gar nicht, dass Locke und der Kameramann bei Erden dabei sind. Hier habt ihr ja mal wieder richtig reingeschissen und für den Haufen Scheiße wollt ihr auch nur 77.000 Likes. Achso, warte mal. Ich hab noch eine Frage, Leon. Wo wurde der Killer-Clown jetzt eigentlich angefahren? Richtig, nirgends. Und dann behauptet er noch, dass er zu seinen Fans mit dem Zug nach Österreich oder München zu dieser Schule gefahren ist. Komisch, die gezeigte Schule war aber die IGS Stierstadt in Hessen. Geil, Leon, für deine Community bist du sogar in die falsche Stadt gefahren. By the way, er war auch nur eine halbe Stunde in der Schule und wurde dann von den Eltern des Gewinners zu der Trampolinhalle Dietzenbach gefahren. Und übrigens, mit der Daniela war er im Sinister Ingolstadt. Und die ganzen Sachen hast du alle aus Versehen zusammengeschnitten, als du beweisen wolltest, dass du ja das Gewinnspiel gemacht hast und du hast dich auch nicht gewundert, ohne dass ApoRed irgendwie nie dabei war. Leon, du versuchst hier schon wieder alle zu verarschen. Und um sich jetzt wieder reinzuwaschen, löst Leon die Gewinnspiele nun Jahre später schnell auf billigster Ebene auf. Er fährt mit ApoRed von Hamburg nach Celle zum Gewinner, macht Fotos, isst einen Döner und ein Eis und fährt wieder nach Hamburg. Und das ist wortwörtlich, was die gemacht haben. Dann hat er direkt seinen neuen Song angekündigt und wieder ein Gewinnspiel gemacht, wo die Leute den Song kaufen sollen, um teilzunehmen. Da erkennt man doch schon, warum du auf die Payback-Vorwürfe pseudomäßig eingegangen bist und mit Unge Beef angefangen hast. Nur um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren, damit du deinen Song promoten kannst. Danach war wieder Stille. Warum? Weil es einfach nur um die Song-Promo ging. Du hast dich nicht geändert. Du bist der gleiche Schmutz wie damals und machst alles nur für Kohle. Witzigerweise hat sich auch der neue Lambo-Gewinner bei mir gemeldet. Er ist aus Passau nach Hamburg hin und zurück 15 Stunden mit dem Zug gefahren. Die Lambo-Fahrt mit Leon ging allerdings nur 10 Minuten. Komisch klang im angekündigten Gewinnspiel von vor 2 Jahren noch nach bisschen mehr. Ach und übrigens, Leon hat den Gewinner dann vor dem Kinofilm noch 2,5 Stunden stehen lassen. Und im Kino hat sich Leon dann auch eher mit seinem Handy beschäftigt. Das ist ebenfalls nicht annähernd das Gewinnspiel, was du angekündigt hast. Dass du dir überhaupt noch erlaubst, dich so zu verhalten, nachdem öffentlich geworden ist, wie du deine Fans abgezogen hast. Und du verkaufst das ja auch noch als geile Aktion in der Öffentlichkeit, nachdem du die Gewinnspiele nie eingelöst hast und theoretisch immer noch nicht eingelöst hast und die Pseudo-Einlösung auch nur gemacht hast, weil du wieder beim Lügen erwischt wurdest. Und mit dieser miserablen Einlösung machst du jetzt auch noch Promo und feierst das als guten Content. Das ist so dermaßen ekelhaft. Ich hätte die Fake Press kennzeichnen sollen. Dazu stehe ich 100%. Oha, dazu stehst du also zu 100%. Warum holst du dann die Kennzeichnung nicht nach? Die Titel oder Beschreibung kann man immer noch editieren. Hast du bis jetzt nicht gemacht? Also verkaufst du die ja immer noch als echt. Das ist halt wieder alles nur Gelaber von dir. Und dass du das Ganze nur gemacht hast, um die Leute zu unterhalten, ergibt absolut keinen Sinn. Du hast wie der letzte Abschaum über 4 Videos lang felsenfest behauptet, dass Locke fast gestorben wäre. Nur damit du Klicks und Kohle generierst. So, nehmen wir mal an, Leon Marschier hat eine Videoidee. Er will jetzt ein Video drehen, wie er den Mount Everest besteigt. Bei mir im Garten ist halt mega viel Schnee. Ich baue daraus einen Berg, 5 Meter hoch und denke mir, okay, läuft, die Kamera läuft, ich besteige den Berg. Man sieht aber dann im Hintergrund vielleicht eine Kabeltrommel, ein Kameramann oder eine Kamera auch. Ne? Ich besteige den Berg, fall dann, weil das ja vielleicht ein lustiges Video sein soll, einfach, es geht um die Unterhaltung, fall dann runter, hahaha, und lade das so einfach hoch. Was denkt der Zuschauer? Der Zuschauer denkt, ey, der war gar nicht auf dem Mount Everest. Mir ging es um die Unterhaltung, ich wollte dich unterhalten, aber man sieht dann vielleicht die Kamera und die andere Kamera. Aha,
Interessant. Leon argumentiert ja, dass er echte Pranks gedreht hat, weil er ja bestraft wurde. Allerdings sagt er hier nicht dazu, wofür die Strafe war. Das heißt, er gibt die Lügen gerade so ein bisschen zu, nur bei den Sachen, wo die Beweislage mittlerweile völlig klar ist. Ich steh dafür gerade, Mann. Ich gebe es vor einer Kamera zu. Das ist überhaupt gar keine Leistung, sowas zuzugeben. Wenn du etwas in einem Laden klaust und nach den ganzen Ermittlungen festgestellt wird, dass alle Beweise gegen dich sprechen und sogar alles von der Überwachungskamera gefilmt wurde, dann ist dein darauffolgendes Pseudo-Eingeständnis überhaupt nichts mehr wert. Ich habe mich einfach in den letzten Jahren sehr viel selber reflektiert. Oder meinst du, dass du so viel reflektierst, dass du deshalb ständig alle blendest? Yay, ein neues Payback-Video, wo du wieder drunter schreiben kannst, dass die Paybacks nerven. Und danach gehst du freiwillig zu einem Schlagerkonzert und sagst, dass die Musik nervt. Wahrscheinlich wird es Helene Fischer interessieren. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Er braucht 4 Jahre und sagt mir dann, dass die Wahrheit keine Vorbereitung braucht. Nach 4 Jahren. Geil. Und dazu kommt noch, dass er mich schon 3-mal unvorbereitet im Real Life getroffen hat und er hat immer nur Müll geredet und Leute geholt. Schreib mir sonst auf Twitter oder sonst wo, Digga. Mir ist scheißegal wo. Naja, es ist nicht egal, wo ich dir schreibe. Twitter war die einzige Social Media Plattform, wo du mich noch nicht blockiert hattest, du Jockel. Und dieses Pseudo-Geschwafel wieder. Kannst du zu deinen Aussagen stehen? Hä? Kannst du das? Kannst du das? Werden wir sehen. Junge, das Ding ist, ich habe dich schon 1000 Mal mit eindeutigen Belegen als Lügner und Betrüger exposed. Die Videos sind alle online und ich hab's dir auch im Real Life schon mehrmals in die Fresse gesagt. Soll ich's etwa noch in meinen Arm ritzen oder ab wann steht man hinter seiner Aussage? What the fuck? Ja, Leon, du bist ein tapferer Ritter. Ich laber wieder Scheiße und will mich wieder rausreden. Der Einzige, der das hier am laufenden Band macht, bist ausschließlich du, Leon. Also projizier mal nicht dein Abschaumverhalten auf andere. Wo sind deine Eier? Oh, Leon, ey, sei einfach leise. Kurz fürs Protokoll. Leon hat in 5 vorgelesenen Sätzen 10 Videoschnitte gehabt. Wie war das nochmal? Ich hab keinen Bock auf ein Video, was geschnitten ist. Sogar an dem Beef zwischen Leon und mir sind seiner Meinung nach Ape Crime schuld. Für alle, die es interessiert, ihr seid am Beef schuld von Mimi und mir. Hä? Schon lustig, dass er Unge Fake-Reactions vorgeworfen hat und hier selber offensichtlich gezielt Stellen in meinem Diss-Track rausgesucht hat, die er der Öffentlichkeit zeigen kann, um zu sagen, dass meine Stimme unerträglich sei. Leon, war das etwa eine Fake-Reaction von dir? Wo war denn deine tolle Blacklist, die du abarbeiten wolltest? Ist wohl nichts draus geworden, nachdem du auseinandergenommen wurdest, du Sportskanone, du. Und das hier, dass du sagst hier mit deinen Pseudo-Weisheiten, dass ich nicht der Hellste bin und so. Ich sag euch ganz ehrlich, Mann, ich war auf 10 verschiedenen Schulen. Und hast auf keiner davon ein Konzert gegeben? Tut mir leid, ich bin der ich bin. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht verstellen, Digga. Also verstellen konntest du dich eigentlich ziemlich gut, als du 4 Videos lang behauptet hast, dass Locke fast gestorben wäre. Aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Nee, Leon, mir geht's um die Unterhaltung. What the fuck, was ist das überhaupt für ein Argument? Klickzahlen und Wahrheit schließen sich doch nicht aus. Also außer bei dir, denn du machst mit Lügen die meisten Klicks. Wenn es mir nur um Klicks gehen würde, hätte ich deine Karrierelaufbahn gemacht. Und da hätte ich auch die 4 Locke stirbt fast Videos gedreht, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Das war nur für die Klicks und die Kohle. Was denn sonst? Und so wie ich meinen YouTube-Kanal bisher gestaltet habe, mit solchen aufwendigen Videos und den langen Upload-Pausen, finde ich schon ein bisschen dreist, mir sowas vorzuwerfen. Leon, jedes meiner Videos ist aufwendiger als jedes deiner Videos. Aber wenn es dir und deiner komischen Fanbase hilft, sage ich jetzt mal, ja, ich mache es für die Klicks. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist denn jetzt das Scheiß-Argument? Von den Klickzahlen kann ich mir doch eh nichts kaufen, du aber schon, weil du die ganze Kohle, die meine Videos generiert haben, selber eingesteckt hast. Nicht nur von mir, auch von Chan Broke, Unge und Kuchen TV. Ich weiß nicht, ob die Leute das merken, dass deine Karriere sich komplett auf meinen Nacken aufgebaut hat. Ja, und deshalb bricht dir jetzt das Genick? Er will nicht, dass es aufhört. Er will doch weiter mit den Videos machen, weil ohne mich hat das Ganze, hat sein Leben keinen Sinn, Digga. Alles klar, Digga. Was hast du zu verlieren? Nee, die Frage müsste heißen, was habe ich zu gewinnen? Und die Antwort ist, nix. Der Einzige, der hier nichts mehr zu verlieren hat, bist du, Leon. Deswegen schlägst du gerade wild um dich wie ein schwer erziehbares Scheißkind, wenn das Ritalin aufhört zu wirken. Oh, Leon, das ist nicht mein Angstschweiß, den du hier riechst, sondern das hier. Wollt ihr die Live-Debatte sehen mit Mimi, Monte, Stay, die 2 als Richter? Oder wollt ihr sie nicht sehen? Dann gebt einen Daumen runter. Wenn ihr sie sehen wollt, einen Daumen hoch, dann habt ihr die Statistik. Ja, geile Statistik, Leon. Und was soll das jetzt für eine Bedeutung haben? Wenn ich jetzt sage, dass die Zuschauer mein Video liken sollen, wenn Leon Mascher seinen Kanal löschen soll, dann solltest du ja dann deinen Kanal löschen, oder? Ich meine, das sagt ja die Statistik. Ja, nice, meine eigene Community. Bin kein Fan von beiden. Ja, genau. Vor den Paybacks habe ich keine Videos gemacht. Ich habe quasi mit den Paybacks meinen Kanal begonnen. What the fuck? Sogar 3 von meinen 5 letzten Videos auf meinem Kanal
waren keine Leon-Videos. Dazu braucht man nicht mal großartig recherchieren. Ich meine, okay, in jeder Community gibt es solche Larrys, die sowieso nichts raffen. Aber wie stolz Leon auch noch diese drei dummen Kommentare präsentiert, geht nicht in mein Hirn rein. Payback ist eine Serie, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe vorher übrigens drei andere Serien auf meinem Kanal gemacht. Aber das zählt wahrscheinlich nicht, denn ich habe ja vor den Paybacks nichts anderes gemacht. Und außerdem nerven die Paybacks. Als nächstes beschwert ihr euch wahrscheinlich bei Matt Gröning, dass er nur dieses nervige Disenchantment gemacht hat. Ach so, der hat noch Futurama und Simpsons gemacht? Nee, das zählt nicht. Und außerdem nervt er voll mit Disenchantment. Das ist ein richtig besessener Freak. Noch 24 Stunden gebe ich dir Bonuszeit, Digga. Oh, keiner hat dich nach Bonuszeit gebeten, du Wischmafioso. 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Boah, darf ich das nochmal sehen? 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem peinlichen Alpha-Getue immer erreichen willst. Jeder sieht, dass du nur Minderwertigkeitskomplexe hast. Und ich guck ihn so an und ich so, du hast ein bisschen über mich gemacht. War das ernst oder war das Spaß? Und er so, ja, war Spaß mit ein bisschen Pfeffer hinten dran. Und ich so, also ernst. Nein, nicht ernst. Und ich sehe, wie sein Schweiß runterkullert, ne? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Leon machte sein Comeback nicht nur, um seinen Song mit Beef zu promoten, sondern er hat auch einen neuen Kanal eröffnet. Dieser wurde besonders fleißig während des ganzen Beefs beworben. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, die Wahrheit über Leon und Mimi. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, Unge ist ein Lügner und Manipulator. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. Genauso war es schon, als du auf den Fortnite-Trendzug aufgesprungen bist, was aber nicht geklappt hat. Check mal unten in der Beschreibung, ganz oben verlinkt, der zweite Kanal, da lade ich jeden Tag ein Fortnite-Video hoch. Manchmal mit meinem kleinen Bruder, manchmal mit Simon, manchmal mit dem, mit dies, mit das. Check das ab. Ist sehr lustig, kommt daily ein Video hoch. Ja, und danach kam 4 Tage später ein Video, was mit Fortnite oder Gaming nichts zu tun hatte. Und 13 Tage danach dann ein Product Placement. Das war's. Geiler Daily Upload. Auf jeden Fall werbelustig. Ach, und übrigens, auf seinem neuen Kanal hat er auch keine Reactions gemacht. Reacted hat er auf seinem Hauptkanal, wo er sich wie immer blöd gestellt hat. Chat, ich schwör's euch, ne? Fragt mich nicht, wie der Kameramann sich immer so versteckt hat. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sich hinter einem eingefügten schwarzen Balken versteckt hat. Leon und ApoRed starten 2017 ein Gewinnspiel, was sie bis heute nicht eingelöst haben. 3,5 Monate, nachdem ich die beiden in 2020 exposed habe, zeigt er diesen Clip als Beweis, dass er das Gewinnspiel ja eingelöst hat. Dabei hat er genau diese Szene schon in dem Gewinnspiel-Ankündigungsvideo eingeblendet. Das heißt, um diese Szene damals einblenden zu können, musste sie vor der Gewinnspiel-Ankündigung, also dem Wir müssen mit euch reden Video, stattgefunden haben. Das heißt, Leon zeigt hier nicht die Gewinnspielauflösung, sondern irgendeine andere Aufnahme, die noch vor der Gewinnspielankündigung war. So viel zum Thema Transparenz und dass du dein Wort gehalten hast. Du hast das Gewinnspiel gefaked, um mehr Alben zu verkaufen. Eingelöst hast du das nie, du Lügner. Ich hab's gemacht. Dieses Video, wieso auch immer ich das damals nicht veröffentlicht habe, war mein Fehler. Gebe ich zu. Ich hätte es veröffentlichen müssen, damit die Leute wissen, ich habe auch wirklich meine Gewinnspiele gemacht. Und es sind noch ganz viele so Sachen passiert. Ich habe es einfach verplant. Gebe ich zu. War mein Fehler. Aber weil ich sage, ich will euch gegenüber transparent sein, will ich euch sagen, was passiert ist. Leon, das ist keine Transparenz, sondern eine neue Lüge. Okay, lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Er macht 2020 einen Aufruf, dass der Gewinner sich ja melden kann, obwohl das Lambo-Gewinnspiel im Juli 2018 war. Aber es fällt dir jetzt erst ein? Jahre später, als ich dich exposed habe? Warum hast du denn vorher keinen Aufruf gestartet, um den Gewinner zu finden? Ja, weil es dir scheißegal war. Du wolltest Kohle scheffeln und hast die Gewinnspiele damals gefaked und deine gesamte Community mehrmals abgezogen. Und um das Ganze noch zu vertuschen, hast du die Leute blockiert, die dich auf diese Fake-Gewinnspiele angesprochen haben. Ich will euch gegenüber, wie gesagt, transparent sein und sagen, was passiert ist. Warum soll ich lügen, Leute? Weil du immer lügst, genauso wie in dem Video hier. Yay, ein neues Payback-Video, wo ihr wieder drunter kommentieren könnt, was ich als Heulsuse für einen Aufstand wegen einer SD-Karte mache. Obwohl ich die SD-Karte nicht einmal in den Paybacks thematisiert habe, sondern ganz andere Sachen kritisiert wurden. Aber das mit der SD-Karte können wir ja heute nachholen, damit ihr euch wieder beschweren könnt. Ja, wahrscheinlich gehe ich auf ein Event, um dann mit einer Legria heimlich zu filmen. Heimlich in einem Hof, wo mindestens noch 5 andere YouTuber waren, die das sehen könnten. Ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich das heimlich hätte machen wollen, hätte ich doch einfach undercover eine Audio aufgenommen. Aber das Beste kommt jetzt von ApoRed. Ich muss aber sagen, hat Mimi bis
bisschen mit dem Goofy-Modus angefangen, indem er einfach heimlich aufgenommen hat. ApoRed hat also gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Der Baby wird heute Abend geprankt, Bruder. Der wird geprankt, Digga. Der Baby wird geprankt, Bruder. Was kannst du machen, Digga? Nein. Er saß da und hat gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Ja, wie heimlich kann ich denn gefilmt haben, wenn ApoRed das von da sieht? Richtig, ich habe gar nicht heimlich gefilmt, sondern offensichtlich. Ja, danke an ApoRed, dass er das hier mit aus Versehen nochmal bewiesen hat, dass Leon und ApoRed selber dreckige Lügner sind. Ihr seid sogar zu blöd, um euch gegenseitig zu decken. Wobei, in Leons und ApoReds Welt zählt das ja wahrscheinlich schon als heimlich filmen. Denn ein Kamerastativ mit Spiegelreflexkamera obendrauf ist bei denen auch schon eine versteckte Kamera. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Der Typ, der in diesem Video Luno heißt, hat sich nach dem Payback-Video bei mir gemeldet. Er ist von Beruf Schauspieler und er war überhaupt nicht damit einverstanden, in welcher Form das Video von Leon am Ende hochgeladen wurde. Leon hat also vor und nach der Gangtour Leute heimlich gefilmt und oder gegen deren Willen Videos unzensiert veröffentlicht. Leon, du bist der allerletzte, der sich darüber beschweren sollte, dass mit ihm mal das gleiche passiert. Ich will euch einfach die Wahrheit erzählen, was passiert ist. Ich will euch anlügen. Doch, du willst uns anlügen. Das ändert sich auch nicht einfach, wenn du sagst, dass du transparent sein willst. Ich will euch gegenüber einfach transparent sein. Ich will euch gegenüber transparent sein. Ich will euch gegenüber transparent sein. Ich will euch gegenüber, wie gesagt, transparent sein. Ich will euch gegenüber transparent sein. Ja, du bist so transparent, dass deine Scheiße durchschaubar ist. Okay. Ich hab den True-Prank so komplett sein. Alter, das kannst du eigentlich in deinen Lebenslauf schreiben. Ja, wenn wir ehrlich sind, stimmt das sogar, was ich hier gesagt habe. Der Spruch war trotzdem fucking cringe. Naja, machen wir erstmal weiter. Ja, schaut mal, wie penetrant ich da einfach saß. Wo war ich denn bitte in einer Rolle? Ich war hier ruhig und ernst. Der Einzige, der in einer Rolle war, warst du. Und du hast auch nichts veralbert, sondern hast einfach deine Unsicherheit überspielt, weil du Schiss hattest, dass dein ganzer Fake-Scheiß auffliegt. Ach, und dann gab es noch genügend Leute, die mir geschrieben haben, aber das weiß doch jeder, dass es fake ist. Ach echt? Ja, dann schau mal in die Kommentarleiste unter allen Leon-Videos und danach schaust du noch ein Tutorial, wie man am besten die Fresse hält. Ich habe dann einfach gechillt mit denen gelabert. Geil aber auch, wie Leon währenddessen noch zigmal erwähnt, dass ja die ganzen Leute von mir da sind. Aber Leons dünnes Scheißgelaber beachtet einfach keiner mehr. Das ist zu lustig. Ich mag sie nicht. Aber die ganzen Leute gehen zu mir. Die ganzen Leute gehen zu dir, Digga. Das ist einfach so geil. Okay, Leute, mal ganz kurz Real Talk. Ich bin selber kein krasser Typ. In voll vielen Dingen bin ich auch mega das Weichei. Und ehrlich gesagt wundere ich mich selber darüber, wie ich mich das damals getraut habe, alleine dorthin zu gehen, um Leon mit seinen Lügen zu konfrontieren. Ich wusste nicht, was mich dort erwartet. Ich kannte von den 20, 30 Leuten im Backstage fast niemanden. Und wenn, dann nur aus dem Internet. Und wenn ich mich jetzt als selbsternanntes Weichei frage, wie man so eine Pussy sein kann, dann will das echt was heißen. So, da kam auch die Lösung von seinen Freunden zum Beispiel. Von meinen Freunden kam die Lösung? Von welchen Freunden redest du? Ich habe fast alle dort zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Leons Verzweiflung in Höchstform. Hier sage ich sowas wie, schick ihn weg, schick ihn weg. Das war meine Intention. Ich wollte kein was. Na doch, du hast gesagt, die sollen mir die Kamera weghauen. Das hört man ganz klar und deutlich. Das war ja schon Nötigung, was der gemacht hat. Nee, Leon, das war keine Nötigung. Für eine Nötigung nutzt man Gewalt oder Drohung, um eine Handlung des Opfers zu erzwingen. Zum Beispiel droht man Gewalt an, um jemanden zu viert die Speicherkarte abzunehmen. Das wäre Nötigung. Ist aber natürlich nur ein rein fiktives Beispiel. Er tat mir einfach leid. Ich wusste vielleicht auch nicht, wie finanziell und so es bei ihm aussieht. Spielt ja auch keine Rolle. Aber es tat mir einfach weh, dass die ihm seine Speicherkarte gemacht haben. Oh, der tat das so dolle Leid. Das klang aber später irgendwie anders. Mimi, du eierloser Fisch, Digga. Du hast Glück, dass ich dich jetzt hier gerade erwähne, Digga, weil niemand kennt dich. Niemand kennt dich, Esel, Digga. Hier, willst du die Speicherkarte? Hier ist die, mein Lieber. Hier ist deine Speicherkarte. Guck dir das mal an. Alter, das ist deine Speicherkarte. Komm her und hol sie dir. Hier, Digga. Komm her. Ich warte auf dich. Boah, das tat dir ja echt megamäßig leid mit der SD-Karte. Er hat gesagt, nein, ich nehme das Geld nicht an. Warum? Er sagt, ich lasse mich nicht bestechen. Also erstens habe ich nicht geredet wie Marcel Reich-Ranitzky. Ich nehme diesen Preis nicht an. Die Info, dass du mir 50 Euro geben wolltest, ändert überhaupt nichts. Es geht nicht um den scheiß Datenträger, sondern um den Inhalt. Sonst kann ich auch dein Album kaputt machen und dir dann Geld für einen CD-Rolling geben. Wobei der Rolling wahrscheinlich sogar einen höheren Wert hat. Der Einzige, der sich Gedanken gemacht hat, wie was ungefähr vorangeht, war Mimi. Der hat sich darauf vorbereitet. Da hat er selber gesagt, Digga, ich habe 3 Wochen meditiert und habe mich 3 Wochen für diesen Tag vorbereitet, Digga.
dachte ich schon, was geht ab bei dir? So meditierst du 3 Wochen für einen Tag, Digga, was geht ab? Also lustigerweise würde das voll zu mir passen. Hätte ich wirklich mal machen sollen, da hätte ich mich nicht so von dir triggern lassen. Aber abgesehen davon ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil mein Ausgangsvideo am 21.05.2016 kam und die Gangtour-Konfrontation am 26.05.2016 relativ spontan daraus resultiert ist. Wie ich da jetzt 3 Wochen vorher auf den Tag meditiert haben soll, ist mir zwar schleierhaft, aber wir können trotzdem gerne so tun, wenn es dir irgendwie in deiner Argumentation hilft. Ach so, hilft gar nicht. Na, oh, ist ja schade. Meint ihr dann so, ja, aber du kümmerst dich immer nur so um die kleinen Fische. Ich weiß ja, dass du krass bist. Mach mal die, hol dir mal die richtig großen Fische, die richtig Kriminellen. Obama. Na, dachte ich so, okay, wie meint ihr das jetzt? Also, Leon Mascher, wenn du jetzt zu diesem Video jetzt ein Video machst, kannst du ja gerne mal erklären, wie du das meinst, dass ich ein Video über Obama machen soll, weil er der Kriminellste ist und deine Lügen soll ich nicht erwähnen, die soll ich nicht aufdecken. Ich soll mich lieber um die großen Kriminellen kümmern. Obama. Ja, Leon, ich habe vor 4 Jahren gehofft, dass du in deinem Statement darüber redest, warum ich ein Video über Obama machen soll. Nun hast du das 4 Jahre später wahrscheinlich nur aus Versehen vergessen. Aber wir geben dir hiermit nochmal die Möglichkeit, mal darzulegen, warum ich ein Video über den großen kriminellen Fisch Obama machen soll. Leon, du hast jetzt das ganze Spotlight, mach was draus. Aha, Mimi. Mimi. Ich versuche jetzt eine Live-Debatte zu machen. Kommst nicht, Digga. Wo sind deine Eier, Digga? Er kommt 4 Jahre zu spät und erzählt jetzt was von Eiern. Genau mein Humor. Das. Ja, natürlich, der einzige Grund, nicht gegen dich kämpfen zu wollen, ist, dass man Angst vor deiner harten Rechten hat. Das ist wieder die typische Leon-Manipulationstaktik. Wenn man das macht, was Leon sagt, kriegt Leon die Aufmerksamkeit, die er unbedingt braucht. Wenn man nicht macht, was er sagt, hat man automatisch Angst vor ihm oder man hat was zu verbergen. So versucht Leon schon immer, das zu bekommen, was er will. Zum Zeitpunkt der Dokumentation hatten die benannten Personen übrigens jeweils über 2 Millionen Abonnenten. Also bisschen mehr als 800.000. Nach Leons Logik können wir jetzt schlussfolgern, dass er und seine Freunde paranoid waren und teilweise noch sind. Ja, prima. Hätten wir das auch geklärt. Oha, dein Merch ist ja gar nicht gekennzeichnet. Und hier auch nicht. 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 Wie ist das denn bei der Promo von deiner Musik? Oh, auch nicht gekennzeichnet. Hast du bestimmt nur einmal vergessen. Oh, hier auch nicht. 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 Hier vielleicht? Ah, nee, auch nicht. Hier 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 auch nicht. Und dein Freund Apo Red kennzeichnet auch nicht die offensichtlichen Product Placements für die PS4-Controller. Das Problem sind nicht die Fake Breaks. Das bin nicht ich, Digga. Das Problem ist Mimi selbst. Mimi, du bist dein eigenes Problem. Das habe ich gemerkt. Bitte was? Das war jetzt die Schlussfolgerung, als du viel nachgedacht hast? Ja, dann wundert mich nicht, dass beim jahrelangen Reflektieren auch nur Scheiße bei rausgekommen ist. Vor mir standen plötzlich Leute, die ich größtenteils nicht mal vom Sehen her kannte und die deutlich in Überzahl waren und für mich gefühlt immer mehr wurden. Die haben mich zurückgedrängt und wollten mir an die Wäsche. Ich hatte tierische Angst bekommen und wollte einfach nur weg da. Denkt ihr, ich bin aus Spaß gerannt, weil ich nochmal ein bisschen Cardio machen wollte oder was? Zur Veranschaulichung. Irgendwo da hinten war das Event. Ich bin geflohen, seine Leute haben mich da hinter den Blöcken gekriegt und in die Ecke gedrängt. Die Zuschauer sind hinter Leon her und er ist dann da geblieben, damit die Zuschauer nicht weiterrennen. Ja, wahrscheinlich bist du hier rausgerannt, um mit Zuschauern Fotos zu machen. Und das, obwohl du behauptest, dass du gleich einen Auftritt hattest. Deine Version ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Du brauchst dich gar nicht aus der Verantwortung ziehen, dass ich gejagt, bedroht und beklaut wurde. Ein Diktator, der persönlich niemanden hingerichtet hat, ist trotzdem ein Mörder, wenn er das Ganze organisiert hat. Und das machen Diktatoren, Mann. Das machen Diktatoren. Diktatoren. Ja, wenn du Unge mit einem Diktator vergleichst, hast du ja wahrscheinlich kein Problem, wenn ich das hier auch mit dir tue. So, und da ich deine Frage bezüglich meines Titels nun ausführlich beantwortet habe, kannst du uns sicherlich auch mal diese Frage beantworten. Wo wurde der Killer-Clown in dem Video angefahren? Wo, Leon, wo? Dass du dich auch noch über Titel bei anderen beschwerst, bei deinem ständigen Clickbait-Massaker, ist mal wieder erste Sahne. Heute weiß ich 100%, hätte ich anders reagiert. Hätte ich gesagt, Digga, leg die Kamera weg und wir können reden. Wir haben ohne Kamera geredet und da kam nur Scheiße raus. Leon, mach einfach dein Obama-Video und klär die Leute auf. Und ich würde Mimi tatsächlich vorschlagen, sich in Therapie zu begeben deswegen. Das hört sich zwar richtig komisch an, aber ich muss Mr. Trash komplett recht geben. Mimi muss eine Therapie machen. Ah ja, danke für die Info. Kann ich dann auch die Therapie bei euch machen, ihr tollen Psychologen? Viele Leute Videos geschickt von Leon, wie er Leute verarscht. Hab mal gegoogelt.
Was für Leute das so machen? Das sind Betrüger, die lieben es, Leute abzuziehen. Spaß beiseite, ich bin übrigens kein Sadist und wenn ich einer wäre, wäre das auch nicht schlimm. Leon versucht hier nur Kinkshaming zu betreiben und mich als Psycho darzustellen, damit mich keiner mehr ernst nimmt. Er hat hier wieder mal null Argumente, aber versucht mich durch ganz ekelhafte und manipulative Mittel in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich soll halt der Sadist und Psycho sein und Unge soll ein Diktator, Manipulator und Lügner sein. Hier noch eine Pseudokorrektur seinerseits, die genauso manipulativ ist wie das Gelaber davor. Ich meine, nicht jeder, der fesselt, ist Sadist, aber viele Sadisten fesseln. Wie manipulativ das ist, sieht man, wenn man Fesseln durchs Zocken ersetzt und Sadisten durch Amokläufer. Ich meine, nicht jeder Gamer läuft Amok, aber viele Amokläufer waren Gamer. So ein Satz ist so manipulativ und asozial und dient nur dazu, gegen Leute zu hetzen, ohne dass man irgendein Argument hervorbringt. Ich meine, nicht jeder, der eine Glatze hat, ist ein Nazi. Aber viele Nazis haben Glatzen. Ich meine, nicht jeder, der Dreadlocks hat, ist ein Kiffer. Aber viele Kiffer haben Dreadlocks. Das ist schon verdächtig. Ich will damit niemanden verurteilen, aber ich wollte es mal erwähnen. Ihr merkt, wie fucking dumm das ist. Ich bin ein Sadist und Psycho. Ab und zu bin ich sogar schon ein Satanist. Wahrscheinlich bin ich als nächstes nicht nur ein Satanist, sondern auch ein Salafist, der Salat isst, während der Mohammed Salat isst. Leon, nur weil du ausschließlich die Missionarsstellung beherrschst, brauchst du hier nicht den Spaß bei anderen verderben, du Nasewald. Leon, was kannst du überhaupt? Du Luftnummer! Meiner Meinung nach ist er ein Sadist mit psychopathischen Zügen, Digga. Ja genau, Leon. Und hier war der Sadist sogar in psychopathischen Zügen drin. Hä? Warum lacht ihr, ihr Schabracken? Habt ihr etwa keinen Respekt vor meinen satanischen Ritualen? Ich bin kein Psychologe oder sowas, aber... Ein Vollidiot! Ich bin kein Psychologe, aber Mr. Trashback hat das gesagt. Ja, beste Leben, Alter. Wenn ihr mal keinen Termin beim Neurologen bekommt, könnt ihr einfach Trashy fragen. Der macht euch eine Ferndiagnose für eine Flasche Paulana Weiß. Man merkt auf jeden Fall... Der hat Ahnung. Ja, Mann, das merkt man richtig doll. Aber nicht nur Leon glänzt mit Kompetenz, sondern auch der Allerechte. Guck mal, ich bin der Meinung, dass er psychisch krank ist. Also das ist meine Meinung. Ich hab mit Leuten zu tun, die Psychologie studiert haben. Ich habe selber so ein bisschen Menschenkenntnisse. Ich finde, seine Praktiken mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit ist nicht normal. Und es ist auch statistisch gesehen auch nicht normal. Unabhängig davon... Ja, scheiß mal auf Statistik jetzt, aber unabhängig davon... Ich denke, er ist einer von 1 Milliarde Menschen gefühlt, die sowas machen, aber... Ja, statistisch gesehen gibt's auch nicht so viele Astronauten. Wusste gar nicht, dass die NASA psychisch kranke Menschen ins All schickt. Am Ende Mimi oder so Selbstmord macht oder so, ich habe echt Angst. Jetzt bin ich nicht nur ein Sadist mit psychopathischen Zügen, sondern auch noch selbstmordgefährdet. Gibt's irgendwie neuerdings einen Psychologie-Skin bei Fortnite oder woher kommt die Kompetenz? Ja, Digga. Supportet lieber Leute, die lügen, Hausfriedensbruch begehen und Bombenpranks lustig finden. Aber jemand mit tatsächlichen Argumenten sollte man nicht unterstützen. Bin ich ganz ehrlich, Digga. Ich schwöre euch bei Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du schon bei Gott schwörst. Das war damals bei so einem Event, ne? In Berlin. So ein YouTube-Event war das, ne? Alle haben gedacht, die meinten, wer ist dieser Mimi? Der ist krank. Die Leute, YouTuber meinten, er ist krank. Die haben gesagt, er ist krank. Der hat irgendwie ADHS. Der ist psychisch nicht normal. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Zweitens konntest du gerade Kritik gegen dich, dass du einfach behauptest, dass Kritisieren eine Art Sadismus ist, das Ganze somit eine sexuelle Vorliebe ist und deshalb nicht auf YouTube gehört. Jetzt mal no joke, das ist der absolut lächerlichste Konter, den ich je gehört habe. Das ganze Kapitel mit den Sadismus- und Psychovorwürfen hatte null Substanz und war nur dazu da, zu manipulieren. Ich habe Leons absolut hohle Argumentationskette mal auf das Wesentliche runtergebrochen, damit hier auch jeder peilt, was der hier gerade macht. Mimi fesselt. Mimi ist also Sadist. Sadisten wollen andere quälen. Mimi will auf YouTube andere quälen. Mimi betreibt also Sadismus auf YouTube. Sadismus ist eine sexuelle Vorliebe. Aber sexuelle Vorlieben gehören nicht auf YouTube. Heißt, der Content von Mimi gehört nicht auf YouTube. Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich fessle. Die Schlussfolgerung daraus ist schon falsch. Und die Schlussfolgerungen aus falschen Schlussfolgerungen führen logischerweise nicht unbedingt zur Wahrheit. Dann rudert Leon aber pseudomäßig zurück, dass ja jeder seine Vorlieben im Privaten haben kann. Das sei ja gar nicht schlimm. Und besteht dann weiter darauf, dass mein Content nicht auf YouTube gehört. Obwohl die Aussage einzig und allein darauf aufbaut, dass ich ein Sadist sei und Kritik gleich Sadismus ist. Wie kann man denn so beschränkt sein? Ich will nicht mehr unterdrücken, Digga. Hä? Wer unterdrückt dich denn? Also das Leute holen, um andere einzuschüchtern, kenne ich eigentlich nur von dir. Und dann gebe ich dir noch einen Tipp. Du bringst Lügen mit der Realität zusammen, Digga. Aber ich würde es schon trennen, Digga. Ich würde es trennen. Das ist nur ein Tipp von mir zu dir, Digga. Da kommt noch was Krasses über einen großen YouTuber. Da muss auf jeden Fall noch ausgepackt werden. Ja, und wisst ihr, was das letztendlich war? Das Video gegen Unge, wo Leon unter anderem die Gewinnspielauflösung zum Schulkonzert gefaked hat. Ich find's schon amüsant, dass Leon hier den Pfeil einfügen musste, weil man sonst gedacht hätte, er meint sich selber.